Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Und wie euch vielleicht aufgefallen ist, gibt es ja in letzter Zeit ein paar mehr Dragon Ball Videos als sonst, aber keine Sorge, das bleibt nicht für immer so. Klar, Dragon Ball macht momentan einen kleinen Bestandteil meines Kanals aus, aber hauptsächlich bleibt One Piece im Vordergrund. Und heute wollte ich unbedingt mal über den finalen Kampf des Goku Black Arcs bzw. Future Trunks Arc reden und meine Meinung darüber äußern, was ich denke, was passieren wird. Und in diesem Video steht natürlich ein Charakter somit ganz im Vordergrund, nämlich Vegeto. Und ich werde in diesem Video Schritt für Schritt alle Fakten auspacken und dann alles am Ende zusammenrechnen. Und deshalb fangen wir erstmal mit den grundlegenden Sachen an über Vegeto. Und zwar wissen wir, Vegeto ist ein Fusionskrieger, der aus Son Goku und Vegeta entsteht, natürlich. Und ja, das ist schon die erste Sache, denn ein Fusionskrieger ist an sich natürlich logischerweise viel stärker. Dann wissen wir noch, dass diese Fusion durch die Potara-O-Ringe entsteht, und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, denn ja, es gab noch vor wenigen Wochen oder Monaten die Gerüchte, dass wir nicht Vegeto, sondern Gogeta zu Gesicht bekommen und Gogeta dann somit kennen wird, denn wir haben Gogeta ja bisher nur in Dragon Ball GT und in den Filmen gesehen, welche ja aber nicht kennen sind. Und da kommt jetzt aber der Punkt, denn bei einer Potara-Fusion werden die Kräfte der Fusionspartner multipliziert, halt heißt halt mal genommen so, aber beim Fusionstanz werden die Kräfte nur addiert, und das heißt, dass Vegeto also schon mal im normalen Modus stärker ist als Gogeta. Außerdem haben wir Spoiler zum Episodentitel von Folge 66 von Herms erhalten, aber die Spoiler sind vielleicht fake, also da bin ich mir gerade nicht sicher. Und ja, die Folge soll anscheinend ein letztes großes Comeback, die Rückkehr von Vegeto oder so ähnlich heißen, und sofern das natürlich keine Fake-Spoiler sind, wie schon gesagt, haben wir auch die Bestätigung, dass halt Vegeto auf jeden Fall kommen wird. Zudem ist es ja eigentlich schon zu 100% klar, dass wir Vegeto sehen werden, weil ja, es nun mal die letzte Chance ist gegen Zamasu, und die Potara-O-Ringe sind ja ebenfalls durch Gowazu schon da, und es wurden ja ebenfalls eine Menge Anspielungen und Foreshadowings gebracht. Also ja, wie gesagt, es ist nun mal eigentlich zu 100% klar, dass Vegeto kommen wird. Zudem müssen wir bedenken, bei Vegeto sticht Vegeta vom Charakter her ja mehr hervor als Goku, und ich denke, viele von uns können momentan davon ausgehen, ja, dass Vegeta nun mal zum jetzigen Zeitpunkt ein klein wenig stärker ist als Goku. Und da hat der gute Ruffy ein ziemlich gutes Video über das Thema gemacht, könnt ihr gerne vorbeischauen, aber ja, ich wollte das jetzt trotzdem nochmal erklären, denn ja, Vegeta hat ziemlich viel trainiert, er war im Raum von Geist und Zeit und hat ziemlich viele Fortschritte gemacht, während Goku in der Zeit, ja, das Mafuba erlernt hat. Und ich würde auch sagen, dass Vegeta schon das Potenzial dazu hat, den Super Saiyan Blue 2 zu erreichen, den Super Saiyan Gott Super Saiyan der Stufe 2. Und das ist ja auch so ein ziemlich großes Ding momentan, aber zum SSJ Blue 2 komme ich später nochmal. Aber das nur mal so nebenbei. Jedenfalls haben wir halt einen Vegeta, der momentan stärker ist als Goku, welcher vielleicht einen SSJ Blue 2 einsetzen kann, und halt einen Goku, welchen man aber trotzdem natürlich nicht vergessen darf. Er ist auf keinen Fall schwach, er ist auf dem Level von Vegeta, nur halt Vegeta ist halt momentan im Vorteil, so sieht es halt momentan aus. Und davor aber noch, wir wissen, Vegeta alleine hat in der letzten Folge oder in der vorletzten war das, glaube ich, ja, ziemlich gut gegen Black ausgeteilt und Goku davor auch. Jedoch hat es noch nicht ganz gereicht, jeweils alleine gegen sie zu kämpfen. Nun haben sich Zamasu und Black aber fusioniert und, wie schon gesagt, bei einer Potara-Fusion multiplizieren sich ja die Kräfte. Heißt also, der Fusions-Zamasu, den wir jetzt haben, ist rein logisch betrachtet, ja, unsterblich und zudem sehr viel stärker als Goku und Vegeta. Wäre da nicht Vegeto? Und ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ich denke, Vegeto ist stärker, weil sich, wie gesagt, ja, bei der Potara-Fusion die Kräfte multiplizieren. Ich weiß nicht, wie oft ich das in diesem Video schon gesagt habe, aber es ist nun mal Fakt. Zudem ist das Potenzial für einen Super Saiyan Blue der Stufe 2 da, und für diesen Kampf und Vegeto fände ich es perfekt, wenn wir da eine weitere Stufe sehen würden. Ich glaube zwar, dass Vegeto ja im normalen Super Saiyan Blue eventuell mit Zamasu mithalten kann, aber es trotzdem nicht ganz reicht. Es ist noch nicht genug für einen Gott, welcher Zamasu jetzt ja rein logisch gesehen ist. Denn seine Kraft gleicht der eines Gottes, und mit dem Super Saiyan Blue der Stufe 2 wäre es einfach fucking machbar, diesen Zamasu zu besiegen. Zamasu und Goku Black sind ja zwei göttliche Wesen, das ist richtig, aber Vegeta und Goku haben auch das Gott-Ki, und in der Fusion kann man auch noch
noch nicht genau sagen, wie hoch das Power-Level ist. Das dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Nun stellt sich jetzt aber die Frage, wie man Zamasu endgültig besiegen will. Ja, Vegeto wird ihn sicherlich fertig machen, da bin ich mir sicher. Aber Zamasu ist halt schon, wie gesagt, unsterblich. Deswegen haben wir das Mafuba, welches jetzt aber nicht mehr zu gebrauchen ist, wenn man ehrlich ist. Denn, ja, sie haben den Aufkleber da bei Muten Roshi vergessen, damit man die Urne, ja, versiegeln kann, damit die Urne versiegelt ist. Und wir haben auch in der letzten Folge gesehen, dass Trunks zwar das Mafuba erfolgreich anwenden konnte gegen Zamasu, weil er das lustige Tutorial da von Piccolo gesehen hat. Und ja, Zamasu konnte sich dann aber halt wieder befreien, weil die Urne nicht versiegelt wurde. Das Mafuba ist nun also auch aus dem Spiel. Und wenn das Mafuba jetzt also nicht klappt, die Kraft von Vegeto aber reicht, gegen Zamasu standzuhalten, aber ihn nicht zu besiegen bzw. zu töten, gibt es ja nur noch eine letzte Möglichkeit, nämlich Gokus Knopf, welchen er von Zeno bzw. ja, dem Omni King bekommen hat. Es wäre denkbar, dass, wenn schon alles vorbei ist, Vegeto den Knopf drückt und ja, Zeno dann erscheint und er alles beendet. Aber ich persönlich fände es ein wenig zu schnell, da Goku den Knopf ja erst in der, ich glaube, es war die 55. Folge, ja, da hat er den Knopf erst bekommen. Und wenn er ihn nun schon einsetzt, das fände ich ziemlich lame persönlich. Also, ja, andererseits gab es dazu aber auch einen weiteren Spoiler zur Episode 67. Denn, ja, der Titel der Folge 67 soll laut den Spoilern von Herms ein Besuch vom Omni King, das Ende von Zamasu lauten. Ja, sofern das natürlich keine Fake-Spoiler sind. Ich bin da noch nicht ganz bewandert bei den Spoilern, aber falls das stimmen sollte und der Omni-King oder Zeno halt wirklich alles beendet, wäre das schon ziemlich heftig. So könnte ich mir vorstellen, dass Zeno von allem Bescheid wusste und Zamasu dann mit einem Fingerschnipsen einfach auslöscht. Wir wissen, Zeno, ja, hat die höchste Macht von allen Universen und ja, er herrscht über alles und so könnte dann der Arc beendet werden. Und so gesehen gibt es ja auch eigentlich keine weitere Möglichkeit mehr, Zamasu zu besiegen, denn er ist, wie gesagt, einfach unsterblich. Und ja, dann müsste Zeno wirklich eingreifen. Ich könnte mir dann jedoch danach nicht wirklich vorstellen, ob Zeno sauer wäre, da ja Trunks, Goku, Vegeta einfach alle durch die Zeit gereist sind und die Regeln des Universums gebrochen haben. Aber darüber kann man dann erst im Nachhinein spekulieren, falls das wirklich stimmen sollte mit den Spoilern. Jedenfalls war es das heute mit der Dragon Ball Super Theorie, wie der Kampf Vegeto gegen Zamasu ablaufen könnte, ja, wie der Arc schlussendlich beendet wird und wie es halt einfach mit der Story vorangeht. Schreibt mir ruhig mal in die Kommentare, was ihr von dem bald bevorstehenden Kampf haltet, was ihr denkt, wie der Kampf ausgehen wird, wie halt der Arc endet und ob ihr noch mehr Dragon Ball Super Videos und Theorien oder auch, ja, Faktenvideos sehen wollt. Und wenn ich sehe, da besteht ausreichend Interesse, dann, ja, wird auch natürlich mehr kommen. Und bevor ich es vergesse, schaut doch unbedingt auf meinem Twitter-Profil vorbei, twitter.com/kudofil oder ja auch @kudofil. Dort habe ich gerade 398 Follower, heißt, es fehlen nur noch 2 zu 400. Und wenn ihr mir helfen wollt, diese zu erreichen, ja, dann folgt mir ruhig da. Da gebe ich auch manchmal Infos zu Videos, News von mir und so weiter. Ja, wäre eigentlich sehr nett. Twitter-Link ist immer in der Beschreibung. Und ja, andernfalls könnt ihr auch noch auf meinem Hauptkanal vorbeischauen, beziehungsweise ja, Hauptkanal, da kommen weniger Videos, da gebe ich mir noch viel mehr Mühe als für diesen Kanal. Also beim Bearbeiten der Videos her, weil hier rede ich ja nur. Und ja, da, falls ihr da noch nicht Abonnent seid, generell, wenn ihr Abonnent von diesem Kanal seid, solltet ihr auch Abonnent von dem anderen Kanal sein. Das ist einfach, ja, doppelte Ladung von mir. Jedenfalls war es das jetzt fürs Erste mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Ciao und tschüss. Komme aus der Zukunft, weil sie nicht optimal war. Sie 17, 19, 18, macht in meiner Zeit nur Theater. Sei ein Gym, blüht in meinen Adern und das Kind deines Prinz. Muss trainieren, um in meiner Zeit den Frieden zu bringen. Und aus Son Gohan kam nicht an sie ran. Verlor sein Arm in den Kampf, starb in meinen Armen verdammt. Wurde zum Super Saiyajin und was ich wollte war Rache. Doch sie waren viel zu stark für mich und schickten mich auf die Matte. Und meine Freunde, sie waren tot, deshalb suchte ich Hilfe in der Vergangenheit. Bevor die Cyborgs mich killen, ich lernte meinen Vater kennen. So wie Mutter oft sagte, war er ein stolzer Krieger. Doch für seine Familie zu schade, besiegte Freezer und sein Vater. Wofür Goku mir dankte, gab ihm ein Mittel, da Goku an dem Virus erkrankte. Lernte die Grenzen eines Super Saiyajins zu durchbrechen. Sie 17, 19, 18 lernten diese nun kennen. Um die Gegenwart zu verändern, dafür muss die Vergangenheit meine Zeit nun kennen. Fick durch die Zeit. Um die Gegenwart zu verändern, dafür muss die Vergangenheit meine Zeit nun kennen. Fick durch die Zeit.
Ein neuer Gegner erschien, den ich zuvor niemals kannte. Absorbierte die Cybers, wofür meine Kraft nicht langte. Cell ein Gegner ohne Skrupel, verbreitet nur Unruhe. Ich war ihm unterlegen, sein neuer Gegner nun Goku. Doch auch er war an seinen Grenzen und einer der Besten. Dieser Feind war zu stark und den Sieg konnte er vergessen. Denn es gab Hoffnung, Goku hatte einen Plan. Er schickt seinen Sohn in den Kampf, seine Kräfte kann kein...